Ich muss unbedingt auf diese Weihnachtsparty. Aber der Türsteher ist so streng. Man braucht ein Ticket, um reinzukommen. Echt? Da müssen die Leute schon kreativ werden. Kann dieser Magier einen Trick machen, um den Türsteher zu täuschen? Abracadabra! Ein paar lustige Bewegungen und... Was wird das jetzt? Das sieht überhaupt nicht wie ein Ticket aus. Okay, wenn es mir zunächst nicht gelingt, werde ich das machen. Siehst du? Hier ist mein Ticket. Alex kann seinen Augen nicht trauen. Vielleicht versteckt dieser Trickbetrüger etwas anderes in diesem Hut. Nein, ich glaube, er ist leer. Okay, geh durch. Beruhig dich. Der interessanteste Teil fängt gleich an. Okay, okay. Das Wichtigste ist, ein Ticket zu bekommen. Der Türsteher wird bestimmt nicht nachschauen. Der Magier ist drin. Und jetzt ist es Zeit für echte Magie. Warte. Warte eine Sekunde. Und? Abracadabra. Hey, Emily. Oh, Ryan. Wie geht's dir? Charlie, mach mit bei der Party. Hallo, Jack. Du siehst gut aus. Tada, das ist Magie. Kein einziger Betrug. Das ist die wahre Magie der Freundschaft. Es ist deine Zeit, die Party aufzuheizen. Wow. Wahnsinn, was für ein tolles Geschenk. Da hat jemand Glück gehabt mit seinem Geschenk. Wie schafft er es überhaupt, es zu tragen? Echt verrückt. Okay, du hast dein Ticket. Geh durch. Einen schönen Abend noch. Und was ist das für eine Überraschung? Oh. Ist das dein Ernst? Du kannst den Türsteher nicht täuschen. Er ist darauf trainiert, alle möglichen Dinge zu durchschauen. Boom! Und die Täuschung ist aufgedeckt. Ciao, Bambino. Vielleicht schafft ihr es beim nächsten Mal. Aber schaut euch an, was dieser Typ gemacht hat. Ein Freund in einer Kiste verstecken? Genial! Hey, ticketloser Passagier. Ha! Der Türsteher hat es nicht bemerkt. Oh, die Polizei? Was ist denn hier los? Will der Officer vielleicht auch auf die Party? Nein, die Polizeiwache hat eine dringende Nachricht erhalten. Es gibt einen Flüchtigen in diesem Club. Der Türsteher muss sich sofort drum kümmern. Die Pflicht ruft. Der Officer muss reingehen. Kein Problem, Sir. Natürlich brauchen Sie kein Ticket. Ist doch klar. Danke für dein Vertrauen. Du bist ein echter Held. Warte, ich frage mich, ob das ein echter Officer war. Und hier sind ein paar neue Gäste mit Tickets. Und die haben einen sehr seltsamen Weihnachtsbaum dabei. Der riecht überhaupt nicht nach Tanne. Nein, Lametta wird nicht helfen. Du bist kein Baum, du bist ein Mensch. So blöd bin ich nun auch wieder nicht. Nein, es ist ein Weihnachtsbaum. Nur eine exotische Sorte. Hey, gib auf. Der Türsteher hat es rausgefunden. Was für ein hartnäckiger Weihnachtsbaum. Hey, Weihnachtsbaum. Du brauchst ein Ticket, um reinzukommen. Kein Ticket, keine Party. Was werden die Freunde jetzt machen? Sie haben ihre Tickets. Alles klar. Oh, will jemand die Party schon verlassen? Nein. Wahrscheinlich hat er zu viel getrunken. Ja, das ist derselbe Polizist. Die Partyatmosphäre ist wirklich ansteckend. Er genießt die Feier. Ein Arzt? Hier gibt es nichts zu sehen. Da drin ist ein Patient. Der braucht Hilfe. Was? Und eine Krankenschwester? Das ist kein Spiel. Nur die Erfüllung der beruflichen Pflicht. Übrigens, du machst einen tollen Job. Die Gefahr lauert überall. Halt die Augen offen. Wow, was für eine tolle Torte. So viel Sahne. Ich liebe Schlagsahne. Die sieht so lecker aus. Diese Person muss die Torte abliefern. Sie hat ein Ticket. Schade, dass ich nicht die Torte probieren kann. Okay, komm rein. Warum bekommt Türsteher ja eigentlich nichts Süßes? Die lang ersehnte Torte ist endlich da. Oh, krieg ich auch ein Stück? Ganz so einfach ist es nicht. Tada! Was hältst du von so einer Torte? Wow, was für eine Überraschung. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Schüler haben oft Geldprobleme. Also reicht es nur für ein Ticket.
Kannst du uns bitte reinlassen? Das ist nicht gerade ein überzeugendes Argument. Er kann es ausrechnen. Es gibt ein Ticket und zwei von euch. Pech gehabt, Leute. Ihr müsst entscheiden, wer reingehen soll. Oh, Mann. Das ist eine schwierige Aufgabe. Es ist Zeit, sauber zu machen. Füße hoch. Aha. Eine Putzkraft? Was wäre, wenn... Tolle Idee. Was haben sie sich einfallen lassen? Das werden wir gleich sehen. Dieser Trick heißt, ich benutze meinen Freund statt eines Mobs. Witzig, aber nicht überzeugend. Alex ist auch nicht von gestern. Vielleicht ist es besser zu versuchen, ein zweites Ticket zu bekommen. Wen haben wir denn hier? Ein Ticket? Wer ist das auf deiner Schulter? Was? Hast du noch nie eine Marionette gesehen? Sieht verdächtig aus. Was kann sie denn? Hier, ich zeig es dir. Sie ist mein ganzer Stolz. Sag Hallo zu diesem Kerl, Tyler. Er ist so eine kluge Marionette. Ups, das war zu viel. Tutut, eine sehr böse Puppe. Okay, okay. Du und deine Puppe können durch. Natürlich ist das keine Marionette. Tyler, du bist so talentiert. Hey, Leute. Das ist Tyler. Und der ist ein echter Junge. Wir haben es mit einem echten Pinocchio zu tun. Ein Türsteher zu sein ist anstrengend. Ich wünschte, jemand könnte kommen und mich ersetzen. Hey Mann, du siehst aus, als würdest du müde werden. Wow, kann dir Gedanken lesen oder was? Mach eine Pause. Träume werden wahr. Klar, es ist immer noch die magischste Zeit des Jahres. Warum nicht? Warum nicht ein bisschen ausruhen? Aber dieser Kerl ist alles andere als ein Türsteher. Denn er hat natürlich wieder etwas vor. Er will seine ganzen Freunde in die Party schmuggeln. Psst, kommt schon, schnell! Er hat es endlich geschafft. Oh Mist, da kommt der echte Türsteher. Hey, wo ist sein Ersatz? Das war wieder ein Betrüger. Pass auf, Kumpel. Jetzt steckst du in Schwierigkeiten. Ich will dich hier nie wiedersehen. Und wer ist das? Ein Feuerwehrmann? Lass mich rein. Es gibt einen Notfall. Ha, das glaube ich dir nicht. Nur weil du einen Feuerlöscher hast, heißt das noch lange nicht, dass du ein Feuerwehrmann bist. Oh, wer kommt denn da? Okay, beeil dich und geh durch. Ärzte, Polizisten, ein Feuerwehrmann. Das sieht gar nicht mehr aus wie eine Party. Das ist eine Gewerkschaftsversammlung. Naja, da kann man nichts machen. Sie können wohl bei Ihrem Spezialeinsatz nicht auf einen Feuerwehrmann verzichten. Er muss alles im Auge behalten. Hier gibt es bestimmt einen Haken. Er muss nur rausfinden, was für einen. Während er versucht, es rauszufinden, geht die falsche Spezialeinheit auf der Tanzfläche ab. Ja, dieser Türsteher sollte vielleicht einen Auffrischungskurs machen. Ha, endlich! Etwas Lustiges! Endlich lacht der Türsteher. Und, wer bist du? Ein Rentier? Das ist süß. Wow. Und es hat sogar ein Ticket. Okay, komm rein, Partytier. Aber es gibt eine Bedingung. Nur der vordere Teil kommt mit auf die Party. Was soll ich mit meinem Hinterteil machen? Sorry. Du wirst dir eine andere Party suchen müssen. Komm schon, raus mit dir. Ein Türsteher zu sein, hat allerdings auch seine Vorteile. Er kriegt viel zu sehen. Eine riesige Schnecke zum Beispiel. Wow, ist das verrückt. Dieser Typ gibt sich sehr viel Mühe. Seht mal, wie langsam er sich bewegt. Glaubt ihr, er kommt noch rechtzeitig an? Alex hat bereits alles auf seiner To-Do-Liste erledigt. Hi, ich bin eine Schnecke. Und hier sind meine Augen. Aber leider kann ein Kostüm diese schauspielerischen Fähigkeiten nicht retten. Der Türsteher will nur ein Ticket sehen. Aber die Schnecke hat keins. Sorry, das ist kein Kostümwettbewerb. Geh woanders hin. Jetzt braucht er sich nicht mehr zu verstecken. Er hat sogar seine Freunde mitgebracht. Leider ist heute nicht euer Tag, Jungs. Wow, was für eine riesige Süßigkeit. Ein Traum eines Seelensüßigkeiten-Verrückten. Sogar Alex wurde abgelenkt und lässt dieses seltsame Paar mit nur einem Ticket rein. Oh, was für ein Tag. Ich habe alles gesehen.
Und diese riesige Süßigkeit hat eine sehr interessante Füllung. Willkommen auf der Party! Wie fandet ihr unser Video? Und wie fandet ihr die Party? Wir wünschen euch schöne Weihnachtstage! Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.